So, Freunde der guten Unterhaltung, da sind wir wieder zurück bei Kingdom Come Deliverance. Wir werden nochmal kurz bei unserem Kräuterkundler vorbeischauen, wenn er noch offen hat. Bei dem hier. Und mal mit ihm quatschen, ob er jetzt zufrieden ist mit uns, dass wir das Unkraut gejätet haben. Oder ob wir zu viel ausgerissen haben. Ich glaube, wir haben eine Sache... zu viel ausgerissen. Hast du die Beete gejätet und die nützlichen Kräuter in Frieden gelassen? Ach komm. Ist ein Blatt vergeudet. Freut mich, das zu hören. Ich werde mich selbst überzeugen. Okay. Hat geklappt, oder? Du hast gelernt, Gärten. Geht er jetzt dahin? Hey. Was denn jetzt? Muss ich ihm jetzt folgen oder so? Geht er jetzt da wirklich hin? Aber ich soll ja zum Sonnenuntergang da schon sein. Und wieso hat er keine Hose an? Das ist, soll eine Hose sein. Kauf dir doch keine fleischfarbenen Hosen, Mensch. Ist doch scheiße. Laufen die aufeinander zu? Unterhalten die sich? Gut, müssen wir ihm jetzt wirklich folgen? Wir folgen ihm mal. Es ist, glaube ich, noch ein bisschen Zeit bis zum Sonnenuntergang. Die Sonne ist da irgendwo noch zu sehen. Zumindest wirft sie hier noch leichte Schatten. Und dann laufen wir mal kurz mal dem Kollegen hinterher. Und ich würde sagen, wir erstechen ihn einfach hinterrücks, wenn er irgendwas Blödes sagt. Ehe. Auf dem Weg nehmen wir hier noch ein paar Sachen mit. Kann ja nicht schaden. Ah. Hier eigentlich. Achso, naja gut, das ist halt auch ein Friedhof, ne? Also hier sind halt auch schon frische Gräber ausgehoben. Alles gut. Ah. Und sieht ein bisschen skeptisch aus. Wir haben, glaube ich, ein Blatt zu viel ausgerissen. Aber ich hatte gehofft, er merkt's nicht. Warst du zufrieden mit meiner Arbeit? Du sagst, es sei erledigt, aber ich habe es mir angesehen. Das nennst du vollendet? Geh nur. Ich mach das lieber selbst. Was? Wo hast du denn noch Unkraut gesehen? Hier ist doch gar kein Unkraut mehr. Minze. Was? Minze. Was hat er denn für ein Scheißproblem? Vielleicht sollte ich ihn doch abstechen. Okay, alles klar. Ich bleib ganz ruhig. Usa. Dann halt nicht. Und wir kümmern uns um die andere Aufgabe. Komischer Typ. Okay, überall Wachen. Mal ein bisschen aufpassen hier. Wir speichern mal vorher. Besser ist. Oh, bitte nicht schon wieder der Speicherbug. Och nö, Leute. Das ist doch Mist. Gerüst wollten wir uns treffen. Na gut, okay. Ich werde kurz den Speicherbug mal entfernen. Und, ja. Und ihr bleibt einfach kurz dran. So, da bin ich schon wieder. Einmal kurz neu geladen und Speicherbug entfernt. Der an sich überhaupt nicht schlimm ist. Das Einzige, was passiert, kann auch mit dieser kleinen Erweiterung zusammenhängen, die ich drauf habe, ist, dass das Spiel gespeichert Überschrift quasi nicht weggeht. Ja, aber das ist alles nicht so tragisch. Da passiert auch nichts. Trifft dich mit Laschek und so nach Sonderung unten am Gerüst. Unten am Gerüst. Mach mal Licht an. Zack. Hat doch auch gesagt, wenn sie nicht unten sind, sind sie oben, ne? Okay. Mal ein bisschen um hier. Ich sehe aber wirklich niemanden. Da oben jemand? Guck mal, das ist doch auch komisch, oder? Ich wette, von da hat irgendjemand von oben das fallen lassen. Sind die jetzt schon oben? Wieder jemanden? Ich sehe niemanden. Können wir mal ein Stück zur Seite gehen? Keiner zu erkennen, der da oben rumläuft. Weil es ist halt auch ziemlich dunkel.
Hier sehe ich auch niemand. Ich will aber auch nicht wieder alle Leitern hochklettern müssen. Aber wir sind unten am Gerüst. Die Sonne ist definitiv untergegangen. Hinten kommt noch jemand. Den checke ich noch kurz, ob es einer von den Leuten hier ist. Aber ich glaube, das ist dieser komische Klostermeier. Okay, alles klar. Dann gehen wir da einfach hin. Und ich würde sagen, wir klettern hoch. Aber jetzt fällt mir erst jetzt auf. Da an dem Kran hängt doch ein Stein. Wenn da an dem Kran der Stein hing, vielleicht ist der absichtlich von dort fallen gelassen worden. Also irgendwo gibt es ja hier anscheinend eh ein Problem. Okay. So, hier ist aber definitiv niemand. Okay. Mist. Wir klettern hoch. Sieht wohl so aus, dass wir hochklettern. Das dauert. Hier ist immer noch niemand, oder? Okay. Der hat ja gesagt, wenn ich mich recht erinnere, wenn ich ihn unten nicht finde, ist er oben. Aber in der Aufgabenbeschreibung steht ja halt wiederum drin, dass wir uns unten treffen. Das ist verwirrend. Und wahrscheinlich laufen wir jetzt einmal hoch, um zu sehen, dass oben niemand ist, um dann wieder runterzulaufen. Naja, aber ne, ein bisschen Spaß muss sein und so, ne? Ist da ja. Was ich aber gleich noch machen kann, wir sind nämlich gleich auf Höhe dieses Richtkranzes. Oder dieses, ja, so ein Baum, der da dann angehangen wird, so eine Art Richtfest, glaube ich. Und da sollen wir ja für diesen komischen, verrückten Typen noch was holen. Schauen. Sind wir aber auf jeden Fall gleich oben. Oder was? Okay, also wir sind zumindest nach oben gekommen. Hier ist aber niemand. Da ist dieser komische Baum. Da komme ich doch nicht rüber, oder? Ich kann jetzt nicht so rüberspringen. Komisch. Hier ist aber auch echt niemand. Es gibt hier aber noch eine Leiter, die ein bisschen weiter nach unten führt. Könnte dann vielleicht etwas schneller gehen. Toll, aber hier ist keiner. Verdammt, jetzt bin ich halt wirklich umsonst nach oben gelaufen. Ja, auch nichts zu erforschen oder so. Wo man irgendwie das aufklären könnte. Dann nehmen wir doch mal diese Leiter. Und klettern von hier nach unten. Also zumindest sollten wir damit zwei Ebenen oder so überbrücken. Ja, mal ein gutes Stück vorangekommen. Und sind jetzt schon ein bisschen weiter unten. Hier ist noch niemand zu sehen. Da auch nicht. Dann geht's. Nehmen wir mal die Leiter hier. Noch nicht sein. Es ist doch schon locker Sonnenuntergang. Wo sind denn die beiden? Hier kommt man auch schlecht runter. Müssen wir auf der Seite weitermachen. Ah, das ist doch Mist. Ah, gut, wir haben uns noch gefangen. Wollen wir uns wehtun? Auch keiner. Mann, das ist doch Mist. Wo sind denn die beiden Leute? Oh, okay, alles klar. Jetzt gibt es anscheinend irgendwas Geskriptetes. Gut, das heißt, jetzt haben wir es wohl... Oh, seht ihr? Das meinte ich. Ah, jetzt müssen wir hochklettern. War ja klar. Grandios. Okay, na gut. Aber wir haben immerhin das ausgelöst und sind jetzt hier am Hin- und Herklettern mal wieder. Mal gucken, dass wir hier die letzte Ebene kriegen. Also diese Ebene, wo wir die große Leiter bekommen. Mal schauen, hier noch nicht. Dann kommen wir hoffentlich ein bisschen schneller nach oben. Müssen nur aufpassen, dass der Typ uns nicht einen Stein auf den Kopf wirft. Sind wir hier richtig? Aus.
Genau, und das ist die große Leiter. Gucken mal hoch. So richtig hoch gucken kann man nicht. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht überrascht werden. Wenn er überhaupt noch da ist. Da ist er. Scheiße! Hey, wir kommen der Sache näher. Okay, alles klar. Guter Konter. Muss ich ja mal sagen. Also wir klopfen uns mal ein bisschen selber auf die Schulter. Ich sag dir alles. Wer bist du? Ich bin nur ein Arbeiter. Er sagte, wenn ich mich um dich kümmere, erlässt er mir meine Schulden. Ich wollte nicht, aber er hat mich gezwungen. Wer schickt dich? Es war der Gehilfe des Baumeisters, der junge Smola. Was? Der sollte doch eigentlich auch hier sein. Ist er nicht. Er ist mit ein paar Leuten zur Mühle, hat rausgefunden, dass Leszek sich dort versteckt. Mist. Ui, verdammt. Müssen wir schnell zur Mühle. Was soll ich jetzt mit dir tun? Du wolltest mich umbringen. Ich hab absichtlich daneben geworfen. Ich wollte dir nur Angst machen und ihm dann sagen, ich hab verfehlt. Bitte töte mich nicht. Ich muss dich irgendwie bestrafen. Aber vielleicht verfehle ich und du fällst weich. Was? Was? Oh nein, das wollten wir nicht. Okay. Okay, wir haben ihm jetzt auf jeden Fall erstmal nichts getan. Okay, dann gucken wir mal kurz ins Questbook. Steinschlag. Holt Smola ein und halt ihn auf. Hey, hol ihn, wer ist da? Hol ihn ein, ist schon lustig. Ja, erstmal runterkraxeln. Das dauert doch alles wieder ewig. Aber na gut, wir haben ja, wir haben zumindest das erstmal hinbekommen, auch mit einmal hoch, runter, wieder hoch, jetzt wieder runter, war das nicht ganz so einfach. Ja, hat mich ein bisschen, die Aussage hat mich halt ein bisschen verwirrt vorhin von dem anderen Typen. Im Questbook stand es ja ziemlich genau, das heißt, wir hätten wahrscheinlich unten auf ihn warten können, aber hinterher ist man ja immer schlauer, deswegen... Sei es drum. Weiter. Jetzt sind wir gleich unten. Dann werden wir schon mal gucken, da ist unser Pferd. Sehr gut. Okay. Mal ein bisschen weiter zu uns, damit wir aufsteigen können. Oh, mein blödes Pferd. So, sehr gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Hier nach unten. Okay. Also wir müssen auf jeden Fall raus aus dem Kloster und dann da nach unten. Die Fackeln nachts machen irgendwie das Spiel auch ein bisschen anfällig. Mal gucken. Wird aber, glaube ich, wird schon funktionieren. Okay, hier sehen wir gerade gar nichts. An der Stelle speichern wir mal. Wer weiß, wo wir da jetzt reinreiten. Ich glaube, das ist nicht richtig, wo wir hier sind, oder? Irgendwie ist es doch so ein Hof. Nur mal kurz gucken. Okay, na gut, dann müssen wir jetzt außenrum reiten, aber ist vielleicht nicht schlecht. Raschen wir ihn quasi von der anderen Seite. Boah, und die
Sicht ist echt richtig scheiße. Ja, wir sind hier richtig, glaube ich. Ist doch mal das Richtige, oder? Halte ihn auf. Halte ihn auf. Ja, hier ist aber irgendwie gerade niemand. Ich sehe auch niemanden. Hier sind noch so Ställe. Gehen wir hier rein. Okay. Sagen, hier ist niemand zu sehen. Hier gibt es auch Besser, also Truhen zum Knacken. Durchaus interessant, aber vielleicht jetzt gerade akut nicht. Ja, alles ganz nett, aber hier ist niemand. Nochmal raus. Unser Pferd. Wir waren jetzt in diesem Haus. Haben wir es jetzt? Wir haben es jetzt verhauen, ja? Sehr komisch. Ich würde ja gern nochmal, wir laden jetzt doch mal neu. Ich würde ja gern mal wissen, ob wir den hier finden können. Ist nicht so schlimm, wenn wir ihn nicht finden oder wenn man Quest in die Hose geht. Darum geht es gar nicht, aber vielleicht haben wir einfach beim Reinreiten was übersehen. Ich guck mal. So, wir sind jetzt hier und müssen gleich nach links. Gleich nach links. Ist das schon das links? Ah, verdammt, das ist nachts auch echt Mist. Hören können, ich habe hier was gesehen. Da ist aber nichts. Also müssen wir hier reinreiten. Hier ist niemand, oder? Gucken mal kurz. Holt Zola ein und halte ihn auf. Keine Ahnung, in welche Richtung er vielleicht davon reitet oder so. Hier ist nirgendwo jemand. Voilà. Vielleicht sind wir einfach zu langsam gewesen. Und wenn die Frage ist, dass wir ihn einholen sollen. Da sind ja auch noch Leute. Weil der sieht nicht so aus. Nee, hier sind wir nicht richtig. Ich weiß nicht, warum das hier so angepinnt ist. Keine Ahnung. Da sind noch Leute. Nee, das sind nicht mal Leute, das sind nur die Schmieden, die hier leuchten. Reiten mal hier den. Ups, verdammt. Super. Auch das noch. Okay, einmal absteigen. Mal hier hoch. Na. Super, wir scheitern an diesem blöden Vorsprung. Es gibt. Mann, Leute. Ach, kommt schon. Es wird doch möglich sein, hier rauszukommen. Der mitfährt. So, wir sind jetzt hier. Wo lang würde man denn fliehen? Wenn man da ist, flieht man doch irgendwo da nach unten. Macht doch alles gar keinen Sinn. Steinbruchmeister.
guck mal kurz. Gründe die Herkunft der Steine und der Steinbruchmeister. Gucken nochmal hier. Es muss doch dann auch ein B geben, wenn es ein A gibt. Okay, dann hole das verzierte Diadem ab. Das abholen. Okay, alles klar. Wo war denn gerade diese Scheune, wo wir uns... Hier. Dann versuchen wir doch mal hier eine Übernachtung zu finden. Vielleicht irgendwas, wo wir uns hinlegen können. Regnet ja schließlich draußen. Schöne Mühle auch. Mal was hier gibt. Karotten. Mal ein paar Karotten mit. Hier noch alles. Äpfel, Karotten, alles mögliche. Mal kommen wir von hier ans Pferd. Kommen wir sogar. Mal bei Nahrung. Äpfel in die Satteltasche packen. Karotten in die Satteltasche packen. Und vor allen Dingen diese ganzen Sachen hier. Ah. Gut. Irgendwas anderes? Wieso sind wir eigentlich so schwer? Wir wahrscheinlich viel von den Sachen jetzt haben. Ja, wir haben 51 Brennnesseln. Okay. Gut, ich will jetzt aber hier nicht den ganzen Laden leer räumen. Darum ging es mir gar nicht. Ich wollte eigentlich ein Bett suchen. Ich dachte, dass man sich hier vielleicht irgendwo hinlegen kann. Oh, das ist gut. Genau, und dann schlafen wir einfach bis um 6. Zu essen sollte es ja hier genügend geben. Ja, aber ich habe geguckt. Also ich, da, wo ich jetzt hinreiten sollte, halte ihn auf und so weiter, da war nichts. Ah, vielleicht haben... Aber dann ist es halt so. Ich meine, so ist das Leben, ne? Jetzt haben wir die Sache halt verloren. Den Typen, den wir einholen wollten, verloren. Müssen wir halt gucken, wie wir damit klarkommen. So, mal gleich ausgeschlafen, dann werden wir noch einen Happen essen. Geh mal um. Jetzt hier oben, hier gibt es ein schwer zu knackendes Schloss. Sehr interessant. Ah, hier alles. Sehr, sehr interessanter. Hier gibt es direkt was zum Öffnen. Nehmen wir erstmal alles mit. Hier gibt es Radieschen. Nehmen wir auch mal mit. Und dann werden wir mal was essen. Gucken mal bei Nahrung. Haben wir hier nämlich einmal den Käse, den wir essen sollten. Der wird sonst eh schlecht. Brot. Da haben wir hier die Radieschen. Okay. Genau, wir sind ein bisschen überladen. Packen deshalb die Sachen mal rüber. Haben wir hier Nüppel. Naja, komm, pack mal in die Satteltasche, schadet nicht. Rüsten wir aus. Dann packen wir eine Fackel in die Satteltasche. Hier sind wir jetzt noch überladen. Was haben wir noch mitgeschleppt? Hier irgendwelche Sachen? Ah ja, Hirschleder. Pferdeleder. Schaufel können wir auch mal rüberpacken. Von den Verbänden packen wir 3 rüber. Da haben wir genau 5 noch bei. Auch da können wir sogar noch mehr rüberpacken. Vielleicht nur 3 behalten, würde ich sagen. Asche. Den haben wir viel. Okay. Ich glaube, der Rest passt. Okay, was gibt's hier? Kohl. Irgendwo gab es doch hier noch so eine Ruhe. Dunkel, aber wir wollen es ja auch dunkel haben. Ich würde mal probieren, hier die Truhe zu knacken. Wir speichern mal lieber vorher, bevor wir entdeckt werden. Damit Probleme kriegen. Oh, das ist da oben aber auch fies.
Das ist zu krass da. Haben wir jetzt den Dietrich noch? Oder ist der gerade kaputt gegangen? Der ist gerade kaputt gegangen. Na gut. Dann sollen wir halt nicht klauen. Ist ja auch viel besser so. Gehen mal raus. Da ist unser Pferd. Und reiten mal zu... Wem müssen wir eigentlich? Zu dem, Typen hier, ne? Da. Genau. Und ich soll dem Baumeister von den Sachen erzählen. Ich würde ja eigentlich gern nochmal im Kloster vorbeischauen und denen auch was davon erzählen. Weil ich meine, es kann ja nicht sein, dass da sowas los ist und wir die Leute nicht informieren. Ja, da muss doch auch irgendjemand Bescheid gesagt werden. Gucken wir mal nach dann. Erstmal kümmern wir uns aber hier um den Stein. Hoch. Gucken wir, ob der schon da ist und ob er auch unseren, ob er den Ring schon fertig hat. Aber wir sollen den ja der Dame aus Rathai, war das, glaube ich, bringen. Ne? War die aus Rathai? Ich glaube schon. Ich will das Diadem abholen. Ist es fertig? Ich sagte doch, ab wann du das Diadem abholen kannst. Es ist noch nicht so weit. Oh, Leute. Gut, stellen uns jetzt einfach neben ihn und warten. Ja. So. Bis zum Nachmittag des Tages, ist mir jetzt egal. Und wehe, ist dann nicht fertig. Das ist bestimmt ein lustiger Anblick, wenn wir jetzt die ganze Zeit einfach neben ihm stehen, 7 Stunden lang. Und immer so, ist es fertig? Nein? Ist es jetzt fertig? Ist es jetzt fertig? So ungefähr läuft das ab, nur dass wir das nicht ertragen müssen. Sondern einfach jetzt uns Nachmittag befinden. Das soll eine 14 sein, ne? Ja, 14 Uhr ungefähr. Und er hat gesagt, komm am Mittag. Und wir erst jetzt nicht fertig, den kriege ich aber, also dann... Gott sei mit dir. Gibt's aber Ärger. Ich will das Diadem abholen. Ist es fertig? Ich sagte doch, ab wann du das Diadem ab... Dein Ernst? Er hat gesagt, nächsten Tag. Guck jetzt hier nochmal rein, also, aber wir, also... Hole das verzierte Diadem. Okay, also eine Stunde mache ich noch. Frag ihn nochmal. Und wenn er dann nicht fertig ist, dann reiten wir einfach weiter. Mir dann zu blöd hier. Dann komme ich halt an irgendeinem anderen Tag wieder. So. Ja, da hat er Nachmittag gesagt. Ich weiß gar nicht genau. Ich will da. Ich sagte doch ab. Boah, Leute. Okay. Kann man hier irgendwo schlafen? Schlafen? Geht das? So, ich mache jetzt einfach Folgendes. Ich schlafe... Kann nicht länger als 12 Stunden schlafen. Okay. Dann schlafe ich halt bis 18 Uhr. Auch sehr komfortabel hier. Draußen können wir was essen. Ich will jetzt einfach dieses Diadem haben. Das ist mir jetzt egal, wie lange er hier noch braucht oder eben nicht braucht. Wahrscheinlich beschwert er sich auch gleich, dass wir in seinem Bett geschlafen haben. Aber ich will dieses Diadem. Und wenn ich ihm dafür... Naja, es ist noch nicht fertig. Wenn es wirklich noch nicht fertig ist, bringt es ja auch nicht, wenn ich ihm jetzt eine Klinge an den Hals halte und sage, ey, ich will das Diadem haben. Weil, dann ist es ja auch nicht fertig. Und ich habe ja keinen, der es fertig machen kann. So, jetzt mein Lieber, aber wehe, ja? Sonst gibt's hier aber Ärger. Ich will das. Ich halte mein Wort. Natürlich ist es fertig. Natürlich. Bitte. Gott sei Dank hast du den Moldavid gefunden. Ohne ihn wär's nicht halb so schön. Ja, vielen Dank. Mann, ey. So ein Stress hier und so langes Warten für nichts. Wo ist mein Pferd? Pferd? Hallo? Soll ich auch mein Pferd weg oder was? Ich hab's gehört, da ist es. Sehr gut. Okay, dann haben wir das, das und das. Und dann brauchen wir am Ende noch den Wein. Und gucken, kommt man hier, kommt man lang. Das heißt, wir müssten nach Süden.
kann noch mal gucken, ob man hier irgendwo anders über den Fluss kommt. Sieht man nicht so aus. Wie sieht es mit unserem Essen aus? Wir könnten eigentlich mal einen Happen essen, wenn wir hier gerade so rumstehen. Immerhin gibt es ja hier einen Kessel, der gerade rumsteht. So, perfekt, 94, das ist sehr gut. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich glaube 30 waren das, was es gerade gebracht hat. Ne? Wir müssen uns das mal merken, damit wir nicht immer so überfressen werden. Jetzt kommt, ah doch, hier kommt man rüber. Ups, hier nach links. Schauen wir mal im schnellen Galopp hier. Jetzt gucken wir mal. Jetzt nach links abbiegen. Und wir reiten schnell wie der Wind Richtung, weiß ich noch nicht, da ist die Karte noch nicht aufgedeckt, aber wir wollen das gleich mal uns hier ein bisschen angucken. Okay, und hier müssen wir mal schauen, hier ist nichts. Hier müssen wir dann so leicht nach rechts. Okay, alles klar, das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute.